Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Koop Spielerkarriere. Stürmer Duo zusammen mit dem dabei. Kerl hier. Nein, da ist er. Ist er da? Da ist er. Auf einer Seite sitze ich auf jeden Fall. Leute, es ist die letzte Folge bei Manchester United, weil wir werden definitiv wechseln. Falls ihr irgendeinen krassen Wunsch habt, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Prinzipiell haben aber viele Vereine natürlich an uns Interesse. Ich meine, Jan hat schon wieder den Rekord gebrochen für die Champions League Tore in dieser einen Saison, obwohl wir im fucking Viertelfinale rausgeflogen sind. Schaut da unbedingt bei der Folge bei Jan vorbei, rechts oben beim i verlinkt. Ja. Und ich war aber auch diese Saison echt richtig, richtig gut in der Champions League und allgemein habe ich mich auch wieder gesteigert. Und ja, wir sind sehr gefragt als Stürmer-Du, Alter, ich kann nicht sprechen heute, was ist denn los? Hilf mir! Das ist kein Problem. Ja, du brauchst Hilfe. Naja, jedenfalls haben wir jetzt hier so ein Spiel gegen Manchester City, also das Derby direkt am Anfang. Noch zwei coole Spiele gegen Wolves und West Ham. Und eigentlich sind die relativ schwierig und wichtig auch. Wenn wir auf die Tabelle gucken, haben wir 4 Punkte, um uns quasi den Champions League Platz zu sichern. Jetzt sind wir 4 Punkte voraus. Und wir spielen gegen Wolves, wir spielen gegen Man City. Also, wir haben alles in der eigenen Hand, aber es ist sehr, sehr knapp. Also, West Ham United auch auf Platz 8. Was machst du denn die ganze Zeit, Alter? Also, nichts. Die ganze Zeit Geräusche da. Geräusche, ich mach coole Sachen, hä? Also, irre, der Paul. Ja, das weiß ich. Also, los geht's. Oh, 4 Tore im letzten Spiel. Spieler im Fokus, da sehe ich mich auf jeden Fall. Fix. Leute, wir sehen hier, come on, ich bin doch da. Wir sehen hier, die Fans sind heiß, wir sehen die Man City Spieler, die hier schon richtig Bock haben auf das Game. Und wir haben es auch gerade gesehen, vielleicht, weiß ich nicht, auf jeden Fall Jan im letzten Spiel, 4 Tore in einem Spiel, also auch immer krank. Und da sind wir beide, der Doppelsturm, wie gesagt, gefragt ist er auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht, was noch weiter geht. Champions League wollen wir mal gewinnen. Bisher haben wir allgemein noch keinen Pokal gewonnen und es sieht ja auch nicht aus, als würden wir hier was gewinnen. Die ganzen nationalen Pokale sind wir raus, Premier League können wir auf jeden Fall nicht mehr gewinnen. Also hier Derby, wir sind gut, das wollen wir gewinnen, ja. Wir sind gut und können vielleicht auch das Derby hier für uns entscheiden mit unserer Qualität, aber Titel fehlen noch, deswegen, ja, sehr gespannt, was alles so passiert heute. Ich meine, Österreich oder Schweiz spielen wir da. Ja, Quatsch, wir müssen aber mal zum guten Verein. Also, nein, Spaß, ich mag natürlich Man United eigentlich, aber nur eigentlich. Hier, oh. Ja, ist doch auch gut. Jetzt, und jetzt Schuss. Oh mein Gott, wie schlecht, Alter. Nein, ja, Spaß. Ich doch, nicht. War wirklich schlecht. War nur Spessler. Leute, ich habe heute ein Pulli-Schmulli an. Ich habe selten Pullis an. Oh, wie gut. Ihr habt dir gar nicht zugeguckt. Ich gucke gerade in die Kamera. Oh. Ich habe selten Pullis an, so vor allem in Videos auch nicht, weil die Softbox und so, mir wird da immer richtig warm. Aber heute schon und dann auch noch unseren Pulli. Er spielt nach vorne. Ah, nee, doch nicht. Könnt ihr euch gerne gönnen, Alter. Grüße gehen raus an den Herr Fuchs. Leute, was ihr euch auch gerne gönnen könnt, ist ein 1-0 von Man City gleich. Ja. Oh. Wird gleich nämlich eingeblendet. Warte, Alter. Hublot, da oh, ist ich es kann tatsächlich. Helfen. Ja, das ist doch immer das Gleiche, oder? Als ob du es jetzt. Nein. Ja, was ihr auf jeden Fall euch gönnen könnt. Ist hier rechts oben am i verlinkt ein cooles Video, wo ich die Annika schminke. Ich schminke ein Mädchen, weil ich einfach unglaublich gut bin. Also es war sehr lustig, unbedingt vorbeischauen. Und unbedingt passen jetzt. Oh, schade. Elfmeter. Yes. Also schade, dass der Pass natürlich nicht kam, aber du hast den Elfmeter rausgeholt. Sehr, sehr nice. Und der Pass kam. Er ist dann nur nicht durchgekommen. Nein. Ich hab Pass gedrückt. Ja, aber er kam nicht zu mir. Ja, wäre ja gekommen. Pep regt sich auf und Jan, der regt sich hoffentlich jetzt nicht auf, weil er ihn reinmacht. Ich reg mich jetzt schon auf. Ich hoffe, dass du ihn reinmachst und dich nicht aufregen musst. Oh mein Gott, er will in den Winkel direkt. Alter. Ja, so ein sicherer Elfmeterschütze. Junge, warum hast du die Ecke nicht gechanged?
Ich hab gedrückt, aber scheinbar zu spät, weil ich weiß auch ganz genau vom Video, heute hast du gesagt, boah, du hast so früh schon die andere Ecke gezielt. Und dann wollte ich es halt jetzt später drücken, aber es ging nicht. Oh, Alter, das war so knapp, der Verteidiger fast bei dir, der Torwart fast noch dran. Eieiei, also. Aber gut, trotzdem sehr wichtig. 20. Tor, sehr stark. Du drehst ja nochmal richtig auf. Also. Perfekt. Wir kriegen auf jeden Fall 1-1. Oh! 1-1. Scheiße. Aber es ist auch kein Abseits. Wieso muss ich denn was machen? Ja, du machst irgendwas nebenbei schon die ganze Zeit. Nur weil es meine Folge ist. Nicht die ganze Zeit. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe gerade... Nur am Elfmeter nicht. Sonst schon, lol. Da hättest du dich fallen lassen müssen. Und jetzt noch nicht. Vorher. Alter, nicht jetzt. Ja. Vorher. Oh, Backe. Komm, ran an den Speck, ran an den Speck, Jan. Ey, 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 ey. Wenn ich da ranzoomen könnte, was du gerade machst, Alter. Alter, das ist nicht dein Ernst gerade, oder? Es ist fucking Derby, was ist denn so wichtig ist jetzt gerade? Also, wenn Jan gut gespielt hätte, dann wäre es auf jeden Fall besser hier. Aber so müssen wir jetzt mit dem 1-1 leben. Ja, aber ich habe ja meinen sicheren Elfmeter. Ja, sehr, sehr sicher. Wobei ich schon sagen müsste, also unentschieden wäre ich halt so von punktetechnischen, vom Ergebnis her. Ja. Oh, sag nichts! Zu erfreuen. Oh. Das war ja voll Abseil. Ja, aber ich nicht drauf geachtet. Mega, das ist einfach hier nicht. Ja, ich habe trotzdem nicht drauf geachtet. Guck. Ich war gerade noch so voll so, oh, jetzt passiert's. Also im Unentschieden wäre ich eigentlich schon fast zufrieden, so, weil. Wir müssen uns ja nur unseren Platz 5 sichern, mehr ist ja sowieso nicht drin. Naja, 1-1. Schade. Ja. Ja. So, liebe Lights, wir spielen das nächste Spiel und das ist ein ganz, ganz wichtiges, denn. Das ist eine Saisonentscheidende jetzt. Ja, das ist nämlich. Also, wenn wir hier jetzt gewinnen oder vielleicht sogar ein Unentschieden, dann haben wir auf jeden Fall Champions League Platz sicher und dann ist das letzte Spiel eigentlich nur noch Formsache. Oh mein Gott, komm! Ja! Es war so eng, aber wir haben es gut gemacht. Mir ist San Miro, nicht ich bin ich. Und 1-0. Sehr schön. Das ist mal wunderbar gewesen. Ja, den sich so weit vorgelegt. Ich hatte so viel Angst. Aber das war ein schnelles Tor. Erster Angriff und wir haben direkt einen Schuss aufs Tor. Junge. Yes! Oha! Seit wann kannst du das denn? Weiß ich auch nicht. Ich mache endlich mal wieder ein Tor! Lange habe ich keins mehr gemacht! Nice! Schießbude, sag ich dazu nur. 2-0 und das ist total wichtig natürlich gegen Wolves und zu Hause und direkt boom boom! Yes! So muss das sein. Hoch? Ja! Ah, oh. Ja! Alter, der Torwart kam. Der. Also. Danke. Yes. Ich hoffe, der hat die Vorlage dadurch nicht kaputt gemacht. Ah, ich glaube, du warst vorher am Ball. War so knapp auf jeden Fall. Crazy Geschichte. Ja, er war nicht dran. Nee, er war nicht. Aber es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich knapp. Ich hatte echt richtig viel Angst. Ja, also aber 3-0 hätte nach hochspielen können, aber ich weiß nicht. Ja, bei mir ist es auch hoch schwierig. Das hat schon gepasst. Also nach 22 Minuten 3-0, das ist auf jeden Fall mega nice. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist so hätte Pflicht es auch gegen Tottenham klappen müssen. Hat ja natürlich nicht, weil die einfach im Ballbesitzen übermacht waren. Aber das interessiert ja jetzt gar keinen. Ich finde, ich trauere immer noch. Muss ich ja, das war ja dein Ding. Oh. Ich werde schon wieder angerufen von derselben Nummer. Ja, kannst ja mal rangehen. Auf jeden Fall, während du da so telefonierst. 3-1. Ich gehe jetzt nicht ran. Ne? Wir haben hier einen Gegentreffer kassiert. Das ist nicht so cool. Ja, wie gesagt, entschieden ist da noch nichts. Aber deswegen drehen wir ja so auf und haben so viel Spaß. Deswegen macht ja, das ist tatsächlich dieser Stefan. Ja, dann geh doch dran und mach. Nein, Pause. Ich gehe da jetzt nicht ran, weil ich halt mit meiner Freundin nicht.
Hä? Ich meine, der kann ja nicht um kurz vor 19 Uhr abends. Digga, du gehst da jetzt dran, Alter! Es ist fucking wichtig! Ja, Es ist so. Ruf ich ihn jetzt zurück. Alter, warum? Junge. Schuss! Jetzt! Ja! Hacknack 4:1. Nice. Ja. Thumbnail. Ja, dann sind wir beide am Boden, Leute. Ohne Ball. Nice. 4:1, das ist gut. Ja, ist richtig gut. Also es ist total wichtig, dass wir hier gegen die gut spielen. Und wir spielen einfach gut. Nee, dann hätte er gesagt, oh, so ein beschäftiger Typ, wir müssen ihm mehr zahlen. Und antwortet. Oh, wir müssen ihm mehr zahlen. Des Monats werde. Ja, 5:1. Junge, warum rennst du aus? Der Mann. Oh, das tut weh, glaube ich. Gut, dass ich direkt hinter dir war, das fühle ich auf jeden Fall. Naja, immerhin 5:1, das Ding hier ist definitiv durch und wir spielen, naja, zumindest ich spiele nicht, ich bin ich. Ich nein, auch wir nicht. Spielen beide Mir Samir und das ist richtig, richtig gut. 5:1, Leute. Ich. Alter, was ein krasses Ergebnis. Also Jan wieder mit dem Hattrick, richtig gut. Und diesmal auch nur drei Versuche gebraucht, Tore. Nicht wie beim letzten Mal in deiner Folge. Na, da habe ich auch drei 10 Versuche, aber 5 Tore geschossen. Ne, 5 habe nur ich, das alleinige Rekordhalter. Das hat noch nie jemand auf der Welt vorher geschafft. Gleich so in den Kommentaren so, ja natürlich, der und der. Ja, logisch. Wie kann man so doof sein? Naja, auf jeden Fall ist sehr, sehr wichtig hier, ne? Junge, wir haben es halt so sicher, aber halt auch kein, also wir können halt oben nichts mehr machen, aber auch nach unten ist jetzt sicher, also sicherer geht's nicht. Ist es sicher? Also es ist so sicher. Ja, siehst du, da haben wir Man City auf jeden Fall einen reingedrückt, unserem Derby-Tanten. Ja, mit unserem Unentschieden haben wir richtig einen reingedrückt. Ja, weil die jetzt punktgleich mit Chelsea sind. Und wir haben Chelsea gewinnen lassen gegen uns. Ah, stimmt. Oh, so smart. Ja, ich weiß, ich drehe jetzt einfach den Rücken, aber ansonsten kein Stress. Wir spielen gegen West Ham United und eigentlich ist es egal, was hier passiert. Die sind Siebter, sind nicht schlecht, aber jetzt ist es einfach egal. Wir machen noch ein cooles Spiel zum Abschluss und dann läuft die Hase, Junge. Okay, aber ich verlinke meinen Zweitkanal. Oh mein Gott. Nur weil ich dich fast umgegrätscht hätte, ist das passiert. Ah, Spiel! Das war so ein cooles Tor, aber ich, also ohne Spaß, sah ziemlich lost aus, das war total cool, fand ich. Yes! 1:0. Einfach nur lost und nicht cool. Doch, guck dir das an, Alter, ich habe ihn so hier überlupft. Der wäre ja auch so reingegangen. Der ist an dir vorbeigelupft. Nein, der wäre ja auch so reingegangen. Der Torwart ist an dir vorbeigesprungen, der wäre auch so und dann, reingegangen. Oh, Junge. Also, das war in der 4. Minute, wir haben das richtig gut gemacht, den Ball erobert und dann, Junge, also ich fand das Tor cool. Wir wollen ja hier nochmal Feuerwerk zünden, deswegen waren ja hier auch gerade hier so. Siehst du, wie ich den hole? Von ganz hinten. Da habe ich es am liebsten. Nee, hab ich nicht gesehen. Jetzt bist du dran. Jawohl. Ich schieß einfach ins Tor, wieso? Wie man es normalerweise macht. Nice! 2:0 nach 11 Minuten. Ja. Nice. Thank you. Da schellert das Ganze wieder rein. Kannst du nicht rechnen? Einfache Mathematik sagt, dass wir ich jetzt kann hier... kann rechnen, dass wir gewonnen haben. Alter, warum rennt der eine aufs Feld? Auch nur einer, das war echt nicht cool. Aber wir haben auf jeden Fall gewonnen und auch unser letztes Spiel nochmal gut bestritten und insgesamt natürlich eine gute Saison wieder gefahren, auch wenn kein Titel da war. Und ja, im Endeffekt natürlich auch Champions League Platz wieder rausgeholt, das ist ganz nett und prinzipiell bin ich sehr zufrieden. Wir gucken mal, wo wir nächste Folge landen. Wir gucken mal, was alles noch so passiert und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen, bedanke ich mich hier natürlich auch beim Dabeisein von Staffel Nummer 2 und jetzt verabschiede ich mich. Du auch?
Ja, Staffel 3 startet dann wieder bei Mr. Dopolis auf dem Kanal. Stimmt, bei dir. Incoming. Soon, ja. Ich bin sehr gespannt. Und mit diesem Tor beenden wir jetzt hier die Folge. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.